Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Rayman 2 Revolution. In der letzten Folge sind wir hier in der Walbucht geendet, beziehungsweise stand da einfach nur Walbuch immer. Und in dieser Folge möchte ich mal hoffen, dass ich erstmal diese Looms wieder kriege, weil das Spiel, warum auch immer, sich das nicht gemerkt hat, als ich die bekommen habe. Oh Gott, wir müssen hoch. Rayman, hoch, ganz schnell, bitte. Och, danke. Also ja, erstmal gucken, dass wir die Looms hier kriegen. Wenn Rayman sich nicht so blöd anstellen würde. Rayman stellt sich nur blöd an, wenn der Spieler, der Rayman kontrolliert, sich blöd anstellt. Ja, genau. Aber wenn er an irgendwelchen Sachen festhängt, womit es vorher gar kein Problem gab, kann ich das so nicht bestätigen. Tut mir leid. So. So, und da. Nein! Ah, ich war nicht weit genug unten. Okay, den einen Lumen lasse ich jetzt erstmal da. Denn wir müssen jetzt erstmal zur Luft. Hey! Ich wollte gerade sagen. Was war denn das hier? Das wäre es ja jetzt gewesen, wenn wir jetzt daran verreckt wären. Während wir in der Luft sind. Also halt in diesem... Hey, Rayman. Danke. So, dann sind wir hier lang gelatscht. Beziehungsweise hier sind wir nicht lang gelatscht gerade. Sondern die anderen Wege. Dann hatten wir hier eine Tür. Nee, hier bin ich gar nicht lang gelaufen. Zum Atmen schnappst du meine Luftblasen. Was? Wo soll ich hin? Aber okay, zum Atmen. Eine gehende Granate. Mit der wir erstmal die eine Tür kaputt machen können. Nachdem wir hier, ja, nicht sowas machen. Na, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und falls ihr jetzt eine Doppelkopplung vom Sound habt, ich konnte einfach mal nichts hören vom Sound. Ich habe nämlich gerade den Sound von meinem Fernseher einfach lauter gemacht. Über den ich gerade spiele, über meinen kleinen Zweitfernseher. Und ja, ich habe extra einen Zweitfernseher für Aufnahmen. Ist auch mein Zweitmonitor für meinen Computer. Eben damit ich auch Ingame-Sound höre. Aber wenn der zu leise ist, dann ist komplett die Anwesenheit dieses Fernsehers ad absurdum geführt, weil, wie gesagt, den habe ich extra, damit ich dann auch Ingame-Sound hören kann. Ich würde ihn mir auch über meine Kopfhörer packen. Oh, da muss ich wohl springen. Das Problem ist einfach nur, dass der Fernseher an sich ein Ausstellungsstück gewesen ist. Deswegen der, okay, den Lumm, den hole ich mir jetzt da unten. Der, ah, guck mal, der Wal ist jetzt da. Nein! Ach. Der Loom hat mich verarscht. Nee, du Wal, ich muss jetzt erstmal nochmal zurücklaufen. Um das mit der gehenden Granate zu machen, weil das interessiert mich jetzt gerade. Wir könnten zwar den Wal jetzt schon befreien, aber nee. Nee, aber der Fernseher ist ein Ausstellungsstück und der hat halt so einen kleinen Audiofehler, sagen wir mal so. Deswegen habe ich den auch ein bisschen günstiger bekommen. Soweit ich mich erinnere. Beziehungsweise war der schon auf einem günstigeren Preis? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas war das gewesen. Ja, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er so einen ekelhaften Ton, der die ganze Zeit da rauskommt. Die ganze Zeit so ein Und das geht über Kopfhörer nach einer Weile ziemlich auf die Nerven. Und deswegen setze ich mir da keine Kopfhörer auf, weil so höre ich das dann wenigstens weniger. Wenn ich das dauerhaft übers Ohr habe, dann triggert das nur meinen Tinnitus und das ist natürlich nicht so schön. Hä? Wie soll man das denn machen? Deswegen, wenn man hier so lang geht, bam, da ist die Tür. Die möchte man kaputt haben. Muss man hier über die Kurve... Das bringt aber auch nichts.
Wenn man hier über die Kurve geht und dann so. Die gehende Granate springt halt nicht, die geht halt einfach nur. Da kommt man doch gar nicht hier an. Man kann mit der Granate selbst nicht hochspringen. Man springt automatisch von der Granate ab, deswegen verstehe ich gerade nicht, wie man das machen soll. Ich werde es mal nochmal versuchen, aber ich kann es nicht versprechen. Hui! So. So, wenigstens den habe ich eingesammelt. Hä? Was war denn das gerade? Ach, komm, scheiß drauf. Ich hoffe, das ist nicht unbedingt notwendig, was man da gerade hatte. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal den Ball hinterher. Wenigstens sind das vernünftige Wahl-Sounds und nicht so wie beim Film Free Willy. Wo Willy die ganze Zeit am Rumheulen ist. Das klingt echt schrecklich. Aber ist vielleicht auch so gedacht, dass das schrecklich klingt. Also von dem her, da haben die Soundleute dann doch ziemlich was gemacht, aber es klingt halt nicht unbedingt authentisch. So, gucken wir mal, wo uns denn hier der Wal jetzt hinbringt. Offenbar erstmal in die nächste, in den nächsten Screen, in die nächste Region, wie auch immer. Das bedeutet, gleich können wir hier eine schöne kleine Ladezeit haben. Können aber auch nicht, ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein, ist aber doch so, weil langsam kennt man das Spiel ja auch. Also von dem her, ja, zeigt sich mal wieder, dass das offenbar doch so ist. Nein. Ich speichere nur Zwischenaufnahmen. Und jetzt ist gerade wieder ein großer Aufnahmeblock von mir geplant. Das heißt, wenn ich irgendwo... Die Piranhas wollen meinen Luftblasen wegnehmen. Das wäre natürlich nicht so schön. Dun, dun, da, da, dun. Hey! Rayman! Mach bitte das Richtige. Hallo. Sammel ein, danke. So. Ne, wenn's... Es kann halt sein, dass ich hier irgendwo wieder nicht weiterkomme. Und wenn dem so ist, kann ich halt zwischenzeitlich nicht nachgucken. Das heißt, wir könnten eventuell an einigen Stellen ziemlich... ja, ziemlich verkacken und auch stecken bleiben. Hier, Call of Duty Ghosts mit Piranhas, die vor einem wegschwimmen, wenn man schlägt. Wo soll ich denn hin? Hallo? Keine Luftblasen mehr? Super. Könnten... Rayman, sind die Piranhas aber auch ein bisschen egal, ne? Okay, jetzt soll ich wieder dahin. Muss man mir ja auch erstmal sagen, ne? So, das haut hin. Ne, wenn ich hier jetzt irgendwo stecken bleibe oder nicht weiß, wo es weitergeht, dann wird das auch erstmal so bleiben. Und dann werde ich da wirklich versuchen, in der Aufnahme das irgendwie zu kapieren. Ich meine, ist ja an sich wahrscheinlich wieder mal so, was als Kinderspiel, Anführungszeichen, abgetan wird. Und so schwer soll das Spiel ja auch an sich gar nicht sein. Also von dem her sollte man das ja hinkriegen, aber ihr kennt mich. Ihr wisst, wie ich manchmal an ganz, ganz blöden Stellen hänge. Weil ich irgendwie alles komplett anders sehe, als man das eigentlich gedacht hat, dass das sein soll. So, da oben noch was. Ja, da haben wir erstmal hier den Lumm noch. Dann haben wir da einmal eine Wasserrutsche. Ja. Da runter. Fliegen, danke. Dum, 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 dum. Dab, dab, da, da, dum. Ah, ich habe mich ein bisschen im Soundtrack von Rayman 2 verloren vorhin, deswegen dachte ich mir so, ah, cool. Da hatte ich plötzlich wieder Bock, Rayman 2 zu spielen. Okay, hier ist offenbar dann der Platz für den Teensy. Die Frage ist nur, wo ist der?
Der muss ja dann. Autsch. Du hast mich platt gemacht, Junge. Aua! Was bist du denn? Du hast nicht meine Lebensanzeige. Und ich kann den auch nicht platt machen. So. Ich habe, glaube ich, zwar irgendwie jetzt was gesequenced-breaked, aber das ist mir gerade irgendwie ein bisschen egal. Hey, und rein da, sehr schön. Ich glaube, irgendwie habe ich da gerade ein bisschen was übersprungen. Weil ich mich halt 30.000 Mal platt machen lassen, aber trotzdem durchgegangen bin. Ja, zum Bonuslevel habe ich jetzt keinen Zugang. Aber die wollen wir auch nicht machen. Wir wollen einfach nur so durchs Spiel spielen. Ganz einfach. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht lahm und zu einfach findet oder so, aber so machen wir das. Ich habe halt einfach Bock auf Rayman 2 ja damals gehabt. Nein. Und ich bin irgendwie saufroh drum, dass ich damit angefangen habe. Und ja, wir werden im Anschluss auch Rayman 3 spielen. Es ist sehr gut möglich, dass ich zwischenzeitlich erstmal eine Pause mache, aber ja. Ohne Glowbox oder Carmen kommst du nicht in den Tempel. Okay, was will mir das jetzt sagen? In welchen Tempel? Ich brauche Informationen. Hol Globox aus seinem Garten und bring ihn zur Zuflucht von Stein und Feuer. Benutze den Globox-Brunnen, um zur Zuflucht zu gelangen. Alles klar. Select muss ich also drücken, um das zu bekommen. Dieses Infozeug. Ei. Jetzt verstehe ich. Jetzt wird das Spiel zu einfach. Jetzt weiß ich, wie die Hinweise hochkommen. Jetzt ist vorbei. Ich habe noch vor, innerhalb dieses Jahres dieses Spiel hier zum Ende zu spielen. Und wenn wir jetzt schon bei 32% am Anfang dieser Aufnahme waren, denke ich fast, dass wir das sogar hinkriegen. Sollte eigentlich... Oh Gott, die Spinne schon wieder. Ich bin hier schon wieder in ein Level gegangen, wo ich eigentlich gar nicht rein wollte. Habe aber was bekommen. Yay! Käfig geholt, abgehauen. Denn das war das Falsche, wo ich gerade reingegangen bin. Da wollte ich nicht hin. Rayman Revolution. Nein. So, da wollen wir nicht hin. Wir brauchen auf jeden Fall Energie. Das ist gerade so ein bisschen mein Hauptproblem. Ich habe zu wenig Energie. Globox Haus. Steinzirkel. Okay. Globox Haus war doch in die Richtung. Hä? Aber ich muss doch nicht am Spinnerich vorbei, um zu Globox Haus zu gelangen. Globox Haus. Ah, okay. Sehr gut. Nein! Och, nein! Das ist das, was ich ja das eine Mal schon meinte. Das wollte ich nicht. Ich muss erstmal Globox Bescheid sagen. Ladebildschirm, nein. Den wir gleich nochmal sehen. Und wie ich sehe, macht das mit der Disk-Geschwindigkeit bei Rayman 2 auf jeden Fall keinen Unterschied. Dann ist das wohl nur für PS1-Spiele wirklich irgendwie nützlich. Das Problem daran ist dann nur, ich kann die PS1-Spiele nicht aufnehmen. Weil, also zum Beispiel Forbidden Memories, Yu-Gi-Oh! Weil, warum auch immer, mein Elgato sagt, nö, das Signal will ich nicht annehmen. Und da ist auch ganz egal, ob ich denn Komponent benutze oder RGB. Falls da jemand weiß, wie ich das hinkriege, sagt mir bitte Bescheid. Du bist ein bisschen verbuggt, oder? Naja. Oh Rayman, du hast meinen Globox befreit, danke.
Für gewöhnlich sind ja die Globox-Männchen rot. Die Sache ist, Globox ist da ein bisschen speziell. Globox ist nämlich blau. Normalerweise sind die nämlich nicht blau. Globox schon. Das ist besser. Globox ausgeruht. Kann mit dir kommen. Kommst du jetzt auch mit? Sehr gut. Ich brauche irgendwoher mehr Energie. Komm mit! Alter Schwede. Nee, weißt du was? Bevor du mitkommst, ich gehe nochmal woanders hin. Ich gucke nämlich nochmal bei Lees Haus. Oder wo auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich eigentlich da hin muss. Ich glaube bei... Hier, Lees Säule. Genau. Ich möchte nämlich ein bisschen mehr... Steinzirkel, Globox Haus. Nee. Okay, wo ist das jetzt genau gewesen? Der sagt mir hierhin. Lees Säule, dahin. Und Menhirhöhlen. Menhirhöhle war jetzt hier links. Das mit der Spinne. Da oben lang vielleicht. Zu Lee. Lees Säule, da lang. Genau, da wollte ich gerade hin. Damit ich mir hier wieder ein paar Upgrades holen kann. Gut, Rayman, du hast genug Geister befreit. Ich kann dir eine neue Tür öffnen. Was? Nein! Ich wollte mir doch Zeug kaufen, quasi. Missionssprung. Ach, gucken wir mal. Drücken X, um bestätigen. Dreieck zum Verlassen. Okay. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich wollte endlich mal ein Upgrade, damit ich ein bisschen mehr Energie habe. Aber wo kann man hier nochmal Upgrades holen? Bereit? Ja. So. So. 5, 3, 2, 1. Nein! Das kannst du besser. Versuche es noch einmal. Ja, klar kriege ich das besser hin. Wenn ich gerade nicht versehentlich den Propeller angemacht hätte, hätte ich das sogar hinbekommen. Hätte ich das auf Anhieb geschafft. Ohne zweiten Versuch. Ah, das war dumm. Hey, nicht schon wieder Propeller. Nein! Rayman! Mann, mach doch nicht mal den Propeller an. Ja, ich weiß, es macht er nur, wenn man zweimal X drückt. Aber wenn er einmal X drücken und gedrückt halten für Propeller hält, kann ich da leider nicht viel gegen machen. Ich glaube, meine Route ist schon ganz okay. So, das ist nicht das Problem. Yay! Du hast deinen Rekord gebrochen. Ein wahrer Held hier. Hier ist Lebensenergie, um deine Chancen zu... Yes! Yes! Damit kann man also die Lebensenergie erhöhen. Gut, dann gucke ich kurz nochmal, ob wir da durch switchen können und eventuell nochmal das mit der Granate machen können, wo wir da quasi sowas wie eine Achterbahn spielen. Das nicht. Hier, das mit dem Stuhl, genau. Gucken wir mal, ob ich das nochmal hinkriege. Gut, dann war das nicht mit so einer Rakete, sondern mit einem Stuhl, aber im Endeffekt kommt es ja aufs Elbeboy raus. Okay, alles klar. Genau das meine ich doch. Genau das. Achso, ich bin schon da. Ich dachte, ich muss noch vaporisieren oder so. Mich materialisieren. Wie auch immer.
Ach, warum auch immer, ich liebe diesen Jingle. Einfach diese Notenabfolge finde ich toll. Dem, badam, babadabam. Bäh. La. Ah! Wow. Oh, das ist nicht easy. Wow. Ach, man kann sogar beschleunigen. Interessant. Deswegen ist da eine Zeit. Muss ich das in einer bestimmten Zeit schaffen oder muss ich halt alle Dumms einsammeln? Weil ich hatte jetzt 8 von 20 gerade. Okay, beschleunigen bringt halt nicht so viel. Ja, ich glaube, ich muss alle Lumps einsammeln. Ich glaube, darauf werde ich mich mal konzentrieren. Eine Zeitbegrenzung ist das ja nicht. Da wird ja nur meine Zeit gezählt. Genau, und jetzt sind hier die Lumps. Ach, verdammt, in die falsche Richtung gedreht. Ist aber auch kompliziert, das Ganze. Okay, ich versuche es noch einmal jetzt in der Folge. Und dann werde ich mich wahrscheinlich in der nächsten Folge melden, wenn ich es dann geschafft habe oder so. Ich weiß es noch nicht. Bam, bam, badam. Dieser blöde russische Stuhl, ne? Ach, ich habe nach links gedrückt. Der hat das wohl als vorne genommen. Naja, okay. An der Stelle würde ich Ihnen erstmal sagen, wäre es das mit dieser Folge von Let's Play Rayman 2 Revolution. In der nächsten Folge werden wir weiter versuchen, uns hier die Energie abzugreifen. Aber an der Stelle würde ich dann sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Ich bin HBK und tschüss, bis dann.